Moin Leute, heute gibt es mal ein kleines Infovideo zur NTW-Liga. Und zwar gab es ja in letzter Zeit einen ziemlich großen Stopp. Das lag einfach daran, dass viele der Leute in Ferien waren und deshalb ihre Spiele nicht austragen konnten. Wir haben uns dann gedacht, ja, normalerweise ist ja jede Woche ein Spieltag, aber das war jetzt irgendwie nicht zu handeln und deswegen kommen jetzt mal ein paar neue Regeln her. Erstmal wollten wir eine kleine Spieltagspause machen, wie man hier auf dem wunderschönen Bild auch schon sehen kann. Und zwar soll die dazu dienen, dass alle Spiele von Spieltag 1 und Spieltag 2 jetzt nachgetragen werden und dann auch hochgeladen werden können, weil die einfach noch fehlten, besonders bei Spieltag 1, der jetzt eigentlich schon Wochen her ist. Ja, muss das jetzt einfach mal sein und nach diesen 2 Wochen oder anderthalb wird es dann halt ganz normal mit Spieltag 3 weitergehen, in hoffentlich, besseren Maßen, sage ich mal, dass es das auch besser funktioniert. Und deswegen haben Cornelius, Johannes und ich uns darauf geeinigt, dass wir jetzt pro Spieltag 2 Wochen Zeit lassen. Das heißt, vom 11.11.2013 werden dann jeweils in 2 Wochen Abständen die Spieltage abgehalten werden, weil das einfach mit der Organisation und 4 Leuten oder sogar 5, wenn man es live kommentieren will, pro Spiel ein bisschen schwer ist, dann gemeinsamen Nenner zu finden. Deswegen, ja, denke ich mal, wird das jetzt auf jeden Fall so besser laufen. Ich lese es hier nochmal vor, welche Partien noch alle ausgetragen werden müssen bis dahin. Und zwar ist das erstmal die Partie Milfhunter versus die Nougat-Schnitten. Das stammt auch noch aus Spieltag 1, genauso wie die zwei Musketiere gegen die dritte brandenburgische Division. Spieltag 2 haben wir ja bisher erst ein Spiel gesehen, deswegen hier einfach alle Spiele oder alle Spieler, die noch nicht gespielt haben, müssen das auf jeden Fall noch machen. Bis zum 11.11. ist übrigens ein Montag, also an dem sollte auf jeden Fall der dritte Spieltag starten. Alle Partien, die von denen, die hier aufgelistet sind, bis dahin nicht geschafft werden, werden dann einfach übersprungen und nicht mit Punkten versehen oder einfach mit einer Nullgrenze. Also ich sag mal so, das sind jetzt auf jeden Fall genug Wochen gewesen und selbst wenn man mal 1 bis 2 Wochen weg ist, müsste das eigentlich zu schaffen sein und wenn nicht, dann müssen halt die Teams durch neue Leute ersetzt werden und genau wegen den Regeln wollen wir jetzt auch mal etwas strikter vorgehen. Also wir haben jetzt schon ein paar, ich sag mal, kleinere Verstöße, oh Gott, dieses Wort, gesehen, wie zum Beispiel, dass man auf der Heimmap als Angreifer spielt, was eigentlich auch nicht sein soll. Das steht jetzt aber nochmal in den Regeln, die jetzt auch immer unten in der Beschreibung stehen werden. Und ja, da sollte sich auf jeden Fall jeder dran halten, genauso wie an die Einheitengröße groß. War auch, glaube ich, am Anfang nicht gesagt worden, ist jetzt aber gesagt. Und das ist mit der Statistik eigentlich ziemlich blöd. Wenn da einer auf Ultra spielt, einer auf Mittel und einer auf Groß, dann kann man die nicht miteinander vergleichen, so wie wir das nach jedem Spieltag machen wollten. Deswegen haltet euch da bitte dran und in Zukunft ja, ist ein Verstoß dann auch gleichwertig mit einer Niederlage. Und ja, von daher denke ich mal, dürfen die Regeln jetzt ziemlich gut erläutert sein. Johannes wird in nächster Zeit noch versuchen, von allen Leuten die E-Mail-Adressen zu bekommen. Da werden wir dann immer ja, vor dem Spieltag oder im Spieltag eine Mail an alle schicken, wer gegen wen spielen muss und vielleicht auch mit der Statistik ein bisschen was davon dran, dass jeder so einen groben Überblick hat, was gerade so Sache ist, auch wenn er länger mal nicht dabei war. Und ich denke, dann müsste das funktionieren. Also ihr habt jetzt, wie gesagt, diese 1,5 bis 2 Wochen Zeit für eure Spiele. Wo ja auch eigentlich fast alle Teams dabei sind, außer die Noobs, die haben schon ihr Spiel aus Spieltag 1 und das Spiel aus Spieltag 2 ausgetragen. Also hier, ja, sehr vorbildlich. Und generell, ihr müsst euch auf jeden Fall selbst darum kümmern, denn Johannes und ich haben keine Lust dazu, euch da hinterher zu rennen und die Partien irgendwie mit euch festzulegen, denn ihr seid die Leute, die die Termine machen müssen. Und ich denke mal, das sollte auch schaffbar sein, mit 4 Leuten sich in Steam zusammenzusetzen oder notfalls per E-Mail. Ja, wenn ihr Fragen habt, ich denke mal, da können wir auf jeden Fall als Auskunft dienen, wie die Leute auf Steam heißen, aber das ja, müsste eigentlich auch generell selbst zu schaffen sein, weil ich denke mal, die ganzen Leute, die mitspielen, sind auch bekannt untereinander. Ja, ich denke mal, das war's soweit. Dann hoffen wir mal, es geht jetzt zügig los mit der Spieltagspause und die Partien werden gut nachgetragen. Dann freuen wir uns auch wieder aufs Kommentieren und auf die Zukunft dieser Liga. Ja, dann hoffentlich mit etwas organisierter Form und etwas besserer Verfassung. Aber ich denke mal, das wird alles und von daher, ja, freue ich mich auf die Zukunft und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.